Okay, wir reagieren jetzt auf ein Rätsel. 15 schwere Rätsel, die nur kluge Menschen lösen können. Also mein Chat und ich, wir sind hier dann mal komplett raus, würde ich behaupten. Chat, oder schaffen wir das? Wir können es ja mal probieren. Ich glaube aber nicht, dass wir das zusammen schaffen werden, weil klug sind wir, glaube ich, alle nicht, oder? Spaß, Junge, kein Ding für uns. Let's go, Alter. Sekundenrätsel, 7 Sekunden. Eines Tages verschwand Peter. Seine Familie war am Boden zerstört. Eine Woche später, nachdem sie jede Hoffnung verloren hatten, kehrte Peter nach Hause zurück. Alle waren total glücklich. Außer seine jüngere Schwester, Marie. Okay, Leute, wir lösen das Rätsel gemeinsam. Okay, seine Eltern waren glücklich. Nur seine Schwester war nicht glücklich. Er war eine Woche weg, der Peter. Es kam ihr komisch vor, dass Peters Hund ihn nicht begrüßte. Okay, das heißt, was war falsch an ihm, dass der Hund ihm nicht Hallo sagt? Normalerweise kommen Hunde ja immer direkt auf einen zugestimmt, wenn man nach Hause kommt. Weiß ich noch nicht. Marie sah, wie er ein verlassenes Labor betrat. Sie schaute hinein und sah ihren wahren Bruder, gefesselt. Wer ist der wahre Peter? Ich weiß, wer der wahre Peter ist, schon jetzt. Wisst ihr, wer der wahre Peter ist? Ich weiß es schon jetzt. Links ist der wahre Peter, weil er hat die Fesseln hier richtig fest und hier sind die so locker. Auf denen hat sie sich schnell nur rangemacht, damit die nicht wissen, wer der Richtige ist. Ja. Ja, Junge. Was für du kluge Menschen. Dann bin ich der klügste Mensch der Welt. Ich habe nicht mal eine Sekunde gebraucht, um das zu checken. Und wieso hat das eine Minute 45 gedauert? 54 gedauert? Das Rätsel vorzustellen. Das hätten die mir auch sofort zeigen können. Ich hätte sofort gesagt, was Sache ist. Easy peasy, Junge. Da war eine Weltmeisterschaft. Da war eine Weltmeisterschaft. Kämpfe in der Stadt. Ist das Deutsch? Zwei berühmte Boxer, Martin Rocks und Greg Stevens, kämpften um den Titel. Plötzlich fiel Martin um und starb. Obwohl Greg ihn nicht einmal berührt hatte. Herzinfarkt. Die Polizei kam sofort. Die ärztliche Untersuchung ergab, dass der Boxer vergiftet wurde. Uiuiui, nicht cool, nicht cool. Kommissar Fischer befragte alle Zeugen. Persönlicher Coach, Coach und Freundin. Und fand mehrere Verdächtige. Coach. Ah, okay, man muss kurz gucken, was die haben. Der Coach, was hat der im Gepäck gehabt? Der Coach hat eine Wasserflasche, irgendwelche komischen Tabletten, eine Karte und was weiß ich, was das ist, und ein Handy. Der persönliche Koch hat einen Schlüssel. Greg. Ein Check von 100.000 von Greg? Und die Freundin hat nichts. Wer vergiftet den Boxer? Welcher Boxer wurde jetzt vergiftet? Greg oder der andere? Weil wenn es der andere war, dann hat Greg dem persönlichen Coach 100.000 Euro überwiesen, damit er den anderen vergiftet. Also ich sag der persönliche Coach. Coach, Koch, lol, Coach, Koch natürlich. Persönlicher Coach.
Ja. Ja, das ist zu einfach für mich. Das ist zu einfach für uns, Chat. Wir haben das ganze Spiel jetzt schon durchschaut. Ja, 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 ja. Ganz easy. 2 von 2 richtig. Roberts Frau Lisa wurde entführt. Und er weint. Die Polizei begann mit der Suche, aber fand sie nicht. Wir machen jetzt Cringe. Cringe. Nach einem Monat bekam Robert eine Nachricht. Bring 500.000 zum verlassenen Lagerhaus, wenn du deine Frau zurückhaben willst. Robert liebt sich Geld von seinen Freunden. Wahrscheinlich kriegt er von seinen Freunden 500.000. Und ging zum Lagerhaus. Der Entführer nahm das Geld und ließ Robert rein. Jetzt rate mal, wer deine Frau ist. Wenn du recht hast, lasse ich euch beide frei. Wenn nicht, werde ich euch töten. Okay, Haarfarbe. Ja, ich weiß, man muss nur auf das Muttermal achten, das ist seine Frau. Eine Sekunde habe ich gebraucht hier. Das ist seine Frau rechts. Rechts ist seine Frau, ganz rechts, Muttermal. Sie hat da ein Muttermal, den hatte ihre Muttermal. Auf Rapline Deutschrap ist fresher denn je angelehnt. 3 von 3, Chat. 3 von 3. Wer ist seine Frau? Hä? Jetzt nochmal, oder was? Wie, was ist denn jetzt los? Check ich nicht. Wieso nochmal? Wakes fiebert mit, Bro, ist viel zu einfach für uns, oder Chat? Wir müssen, glaube ich, gleich mal ein schwierigeres Rätsel uns reinknallen. Das. Ach so, ach, keine Ahnung, Mann. Ah, jetzt öfters. Hä? Ich blick grad nichts. Ich blick grad nichts mehr, das Rätsel wird mir ein bisschen zu schwer. Worauf muss ich achten jetzt? Woher soll ich wissen, wer seine Frau ist? Was muss ich jetzt gerade machen? Das verstehe ich gerade nicht mehr. Rechts wegen Schlüssel, warum? Weil hier ein Zeichen ist? Wer ist seine Frau? Okay, warte, jetzt müsst ihr mir das kurz erklären. Was ist jetzt gerade meine Aufgabe? Ich muss rausfinden, wer seine Frau ist. Anhand von was für Sachen? An was für Sachen muss ich das jetzt rausfinden? Also, wer ist seine Frau? Man sieht 2, 3 Frauen. Die haben alle Pilze in der Hand. Sie sammelt selbst Pilze. Sie sammelt auch selbst Pilze. Sie sammelt nicht Pilze. Das heißt, sie ist seine Frau. Richtig? So einfach? So simpel? Die Linke ist seine Frau, würde ich jetzt sagen, weil sie nicht selbst einen Korb hat. Mal gucken. Ja, okay, jetzt checke ich. Okay, 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 okay. 7 Sekunden. Wer ist seine Frau? Ring, Ring, die mittlere. Die haben beide den gleichen Ehering. Die mittlere ist seine Frau. Die haben beide den gleichen Ring. Mal gucken. Kommentier. Ja, das ist die mittlere, oder? Okay, wir machen noch dieses Quiz, danach mache ich das Video aus, aber dieses Quiz wollen wir jetzt noch zusammen lösen, okay? Frau Beiler rief die Polizei früh am Morgen an und sagte... Was sagte sie? Sie sagte, dass sie gerade ihren Mann tot aufgefunden hatte. Ey, warum sind die alle so krimimäßig angelegt? Ich war die ganze Nacht feiern und kam morgens erst nach Hause. Was für eine Tragödie. Die Polizei kam zu ihr nach Hause. Und untersuchten den Tatort. Wow. Ein Kripo-Beamter befragte alle im Haus Anwesenden. Haben Sie etwas Verdächtiges gehört oder gesehen? Wer war denn alles im Haus? Koch. Ich habe tagsüber sehr viel gearbeitet. Okay, aber sie war auch nur nachts feiern. Deshalb habe ich friedlich geschlafen und nichts gehört. Hausmädchen. Ich habe nachts Geräusche aus dem Büro von Herrn Beiler gehört. Ja? Frau Beiler, ich glaube, ich habe den Wachhund bellen gehört. Der Mörder muss über den Zaun geklettert sein.
Ja, die Frau lügt. Sie hat doch gesagt, die war die ganze Nacht feiern, ist nach Hause gekommen und da war er schon tot. Das heißt, die Frau ist eine Lügnerin. Ganz klar. Die Frau hat ihn ermordet, weil sie Rente wollte. Sie wollte Rentenversicherung. Sie wollte sein ganzes Gut und Habe haben. Ja. Ach, das Rätsel ist zu einfach, Leute. Wenn ihr auch so gut wart wie ich, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das Rätsel lassen wir jetzt mal sein. Ich bin der Beste. Wir sind die Besten. Peace out.